es her, aber nun ist es wieder soweit. Und zwar World of Warplanes hält wieder Einzug auf diesen Kanal. Und natürlich ist es auch ein besonderer Anlass, da Patch 1.8 nun released worden ist. Und mit Patch 1.8 sind ein paar neue tolle Sachen gekommen. Und zwar fangen wir erstmal mit den drei neuen Premium-Flugzeugen an. Und dabei ist es bei dem deutschen DME 109TL, ein Mehrzweckjäger. Und ihr seht hier drüben schon die Werte. Die Fluggeschwindigkeit ist recht beachtlich, die Manövrierbarkeit könnte also besser sein. Von dem her bitte nicht in den Close Combat bzw. nicht auf Dogfights da einlassen. Es sind Bomben am Start und auch Raketen, also für jeden ist hier was geboten. Es handelt sich bei hier um einen Tier 8 Premium und ihr seht, den muss man über Wertmarken frei spielen, beziehungsweise es gibt neue Wertmarken, dazu komme ich aber gleich noch. Wir bleiben erstmal bei den neuen 8er Premium Flugzeugen. Und dann geht es weiter mit der La 11, eine Russe, und hier haben wir den ganz klassischen Dogfighter, den ganz klassischen Jäger. Ihr seht, Manövrierbarkeit ausgezeichnet, Höhenleistung dafür nicht so hoch und die Fluggeschwindigkeit könnte auch etwas mehr sein, aber eben im Close Combat, im Dogfight, da fühlt er sich bestimmt sehr wohl. Und last but not least, die Japaner haben auch einen, und zwar den J8M Shuzui. In dem Fall auch wieder ein Jäger, allerdings. Die Manövrierbarkeit ist hier sehr gering, dafür eine unglaublich hohe Fluggeschwindigkeit und eine Höhenleistung. Also Boom and Zoom ist hier angesagt. Von dem her auch hier wieder über diese Wertmarken frei zu spielen. Zu den besagten Wertmarken kommen wir nun. Die sind nämlich jetzt ganz neu. Es gibt hier diese Wertmarken. Man kann Wertmarken kaufen. Das heißt, für 50 Gold gibt es eine Wertmarke. Man kann sich auch die Wertmarken erspielen über die Aufträge. Die seht ihr hier. Das heißt, zum Beispiel bei mir wäre es jetzt, zerstören Sie ein gegnerisches Schlachtflugzeug oder einen gegnerischen Mehrzweckjäger. Und dann die Zusatzaufgabe, zerstören Sie drei unterschiedliche Typen gegnerischer Flugzeuge in einem Gefecht. Wenn man diese dann erfüllt, geht es dann hier weiter. Ihr seht, ich habe es noch nicht gemacht, von dem her habe ich da noch bald was zu tun. Ich habe aber für jeden Login bekommt man zwei Wertmarken derzeit. Das heißt, wir schauen uns das mal an, was dann da passiert. Die Wertmarken seht ihr hier. Man kann über Premium-Flugzeuge günstiger kaufen, bis Zubehör, bis wirkliche Flugzeuge dann da bekommen. Wir drehen das Rad. Ein Verbrauchsmaterial, noch ein Verbrauchsmaterial und eine Leitflächenanpassung. Zubehör in dem Fall, Manövrierbarkeit um 3% verbessert, das ist ganz cool. Das heißt, Preise holen, zack, und eine Wertmarke habe ich noch und dann noch einmal das Ganze. Mal schauen, was uns das Glücks... Eine Wertmarke und 9000 Credits. Und mit der erhaltenen Wertmarke können wir das ganze Spielchen noch einmal machen. Das finde ich übrigens eine tolle Sache. Sehr, sehr schön, sehr... Ja, das fördert auch wieder ein bisschen den Anreiz zu zocken. Finde ich ganz cool. Das gibt es also auch noch in dem Patch. Und eine weitere Neuigkeit, die es hier mitgebracht hat, neben neuen Verbrauchsmaterial und Zubehörteilen, gibt es auch noch Flugzeugjubiläen. Das heißt, es gibt zusätzliche Belohnungen für die ältesten und erfahrensten Flugzeuge, welche ihr Jubiläum feiern. Also auch da aufpassen, weil wenn ihr dann eins dieser Flugzeuge habt, könnt ihr auch dann da wieder was abstauben. Die letzte und auch noch einschneidendste Änderung meines Erachtens ist, dass Rotten aktuell nur noch aus zwei Leuten und nicht mehr wie bisher aus drei Leuten bestehen können. Also von dem her auch natürlich ein Punkt, da drauf zu achten. Aber ich denke im Großen und Ganzen ein sehr schöner und interessanter Patch und vielleicht auch mal wieder für den einen oder anderen da interessant einzusteigen. Ich werde es auf jeden Fall tun, deswegen wird es auch das ein oder andere Let's Play wieder folgen. Ich hoffe, ihr schaut zu und wünsche euch alles Gute. Bis bald, euer Alcaramba.